Wir alle sind Sklavinnen und Sklaven unserer digitalen Geräte. Abhängig, abgelenkt, gestresst, manipuliert, überfordert, unglücklich. Oder? Wenn man sich die öffentlichen Diskussionen über unseren Umgang mit digitalen Medien anschaut, wirkt es so, als gäbe es nur Warnungen und Mahnungen, Gejammer- und Weltuntergangsszenarien. Die Lösungsvorschläge, wenn es sie denn in diesen Debatten überhaupt gibt, gehen fast immer in die Richtung: Schalt mal ab, leg das Smartphone weg, gehe offline. Wenn wir Probleme mit digitalen Welten haben, dann ist Rückzug in analoge Welten eine ziemlich schwache Lösung. Damit wird ja der Problemzustand nur kurz verlassen, um Kräfte zu sammeln, mit denen wir danach wieder in den Problemzustand zurückkehren. Das ist keine nachhaltige Lösung. Wenn wir ein Problem mit Überforderung und Stress haben, dann lasst uns über Entlastung und Gelassenheit reden. Wenn wir ein Problem mit Multitasking oder mit Ablenkung haben, dann lasst uns über Konzentration und Aufmerksamkeit reden. Wenn wir ein Problem mit Sogwirkung oder mit Sucht haben, dann lasst uns über Emanzipation und Souveränität reden. Wenn wir ein Problem mit digitaler Vereinnahmung und Manipulation haben, dann lasst uns über digitale Unterstützung unserer Souveränität reden. Das ist es, was wir digitale Achtsamkeit nennen. Ein bewusster Umgang mit digitalen Medien. Ein souveränes Handeln in digitalen Welten anstelle einer Jammer- und Opferhaltung. Ein Empowerment des Menschen anstelle einer Furcht vor der Technik. Digitale Medien sind nicht nur ein Werkzeug. Unser Leben findet ständig in digitalen Medien statt und digitale Medien finden ständig in unserem Leben statt. In digitalen Medien passiert alles gleichzeitig und alles kann miteinander verbunden sein. Das ist für uns Menschen, deren Gehirne und Gefühle zigtausend Jahre lang geformt wurden, eine ziemliche Herausforderung. Abschalten ist da alleine nur ein Ausweichen, keine Lösung. Was wir brauchen, sind neue Strategien, neue Übungen, neues Wissen. Und dabei reicht es eben nicht aus, nur die Einstellung am Smartphone umzustellen. Es braucht auch eine Änderung der Einstellung in unseren Köpfen. Digitale Achtsamkeit heißt Empowerment. Wir, die Nutzer und Nutzerinnen dieser Geräte, dieser Apps, müssen uns für den Umgang mit solchen Produkten wappnen. Nicht durch Abschalten, sondern durch neue Kompetenzen, die uns mehr Selbstbestimmung ermöglichen. Unser Lernangebot Digitale Achtsamkeit, ein Grundkurs, bietet Hintergrundwissen für das eigene Verständnis und praktische Tipps für das eigene Handeln, für das eigene Verhalten. Mit Videos und Übungen für den Alltag wollen wir Menschen in die Lage versetzen, selbst konkrete Schritte zu ihrem eigenen Empowerment zu unternehmen, ihre digitale Souveränität zurückzuerobern und digitale Achtsamkeit im Alltag zu leben. Los geht's!